Hallo erstmal zu unserem dritten Teil unseres Story-Events. Immer noch auf der Suche nach der Prinzessin. So, gucken wir mal, was uns hier erwartet. Ja, die meisten Rätsel sind ja zum Glück immer relativ einfach. Irgendwo. Weißt du? Alles mitnehmen, was geht. Ja, gerade wenn man sich später dann höherwertige Rüstung craften will, sind die anfänglichen Rüstungen, die kann man ja auch alle auf 5 Sterne hochbringen nach und nach. Immer alles einsammeln, was ihr findet. Das Fett. Stehen. Krass, wie ich das erste Mal gemacht habe, habe ich den direkt erwischt. Musste ich den Stein nicht verschieben. Ja, es gibt ja auch immer so eine Karma-Leiste. Aber was genau für einen Einfluss die hat, habe ich auch noch nicht rausgefunden. Daneben geschossen. Oh. Ah, da komme ich doch da drüben hoch. Ja, diese ganzen Nebenmissionen werde ich eventuell mal in einem separaten Video dann machen. Na, das geht noch nicht.
Tat. Drüben? Ja, ich sag's noch so, selbst wenn man jetzt normal gelevelt hätte, wären die jetzt nicht so... ...wer die Gegner hier. Ah, er hat's aufgekriegt. Weiter. Ey, ich muss ja sagen, ich finde die Maps erstaunlich groß, ne? Kann ich nicht sagen. Gerade für, man könnte jetzt eigentlich nicht meinen, unbedingt zwingend meinen, dass das ein Mobile-Game ist. Hallo? Geheimnisse. Ah, ging's. Hey, da ist er doch. Echt? Stirb. Und schön mit der blutigen Keule. Hier genau eine Münze und ich weiß nicht mal woher. Das Level habe ich schon mal ewig abgesucht. Ja, damit hätten wir Story Abschnitt 3 auch schon abgeschlossen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Bye bye.